Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte zunächst einmal das internationale Umfeld beleuchten, in dem wir uns aktuell in der Debatte um die Kernenergie befinden. In den letzten 3 Jahren sind international 20 Kernkraftwerke ans Netz gegangen. 55 neue Kernkraftwerke befinden sich aktuell im Bau. Tschechien in Europa hat gesagt, sie wollen den Kernenergieanteil bei ihrer Stromversorgung erhöhen. Und auf europäischer Ebene diskutieren zahlreiche Staaten darüber, dass Kernenergie, weil es eine aus ihrer Sicht CO2-freie Stromerzeugung ist, als nachhaltig eingestuft werden sollte. Deswegen sehen wir, dass trotz des deutschen Beschlusses, aus der Atomenergieerzeugung auszusteigen, das internationale Karussell der Kernenergie sich weiterdreht. Und in diesem Umsatz und diesem Umfeld müssen wir uns weiter bewegen. Da muss Deutschland seine Rolle finden. Wie wollen wir eigentlich Einfluss auf die Sicherheitslage nehmen? Und der Grad zwischen Vorbild und Besserwisser und Klassenstreber ist sehr schmal. Und da müssen wir uns auf der richtigen Seite des Brates zu finden, damit wir weiterhin von der anderen Nation ernst genommen werden. Und wir reden da mit anderen Nationen. Wir reden dort mit anderen Nationen, die die Risiken der Kernenergieerzeugung kennen. Sie kennen die Herausforderungen der Endlager und sie kennen auch Fukushima. Und sie setzen trotzdem lang- und mittelfristig auf die Kernenergieerzeugung. Und mit diesen Staaten müssen wir auf Augenhöhe darüber reden, wie wir die Sicherheit im Bereich der Kernenergie erhöhen können. Weil die Risiken enden nicht an nationalen Grenzen. Unsere Aufgabe ist es, die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland dadurch zu erhöhen, dass wir mit den anderen Staaten im Dialog bleiben, indem wir mit ihnen darüber verhandeln, wie denn eine höhere Sicherheit zu erreichen ist, und diesen Einfluss weiterhin ausbauen, obwohl wir selber aus der Erzeugung der Kernenergie aussteigen. Und das ist eine gar nicht so kleine Herausforderung. Die Lösung der Grünen und der Linken ist zu sagen, wir steigen vollständig aus. Wir wollen nicht mal mehr Brennelemente anreichern, wir wollen keinen Treibstoff mehr bieten, wir sind raus aus der Sache. Das Problem dabei ist nur, dass unsere Anlagen zu den sichersten gehören, dass unsere Brennelemente zu den besten gehören und dass das durchaus international zur Sicherheit des Betriebs der Kernenergieanlagen in anderen Ländern beiträgt. Und wenn wir aussteigen, wird es durch weniger qualitative Brennelemente ersetzt und das für erhöhtes Sicherheitsrisiko. Und insgesamt macht es nur 10% der ganzen Handelsumfang bei Brennelementen aus. Sie werden sofort von anderen Anlagen ersetzt. Und auch der Ersatz erfolgt durch Brennelemente mit einer niedrigeren Sicherheitsstufe. Und auch das kann nicht das Ziel der deutschen Politik sein. Und letztendlich werden die deutschen Steuerzahler, wenn wir aus den Verträgen aussteigen, so wie Sie sich das vorstellen, dafür Schadenersatz zahlen müssen. Und das ist reine Symbolpolitik. Im Ergebnis sehen wir, dass wir weniger Mitspracherechte haben, dass wir weniger Einfluss haben und für das weniger an Sicherheit, das wir damit generieren, am Ende auch noch Geld zahlen müssen. Das kann nicht Sinn der deutschen Politik sein. Und jetzt an die linke Seite gewandt. Ja, auch wir stehen nach wie vor zu dem Ausstiegsbeschluss. So. Wir stehen zu dem Ausstiegsbeschluss. Und auch wir sehen die Toll und Tihange als Problemfälle an und wollen hier Einfluss ausüben. Von der Bundesregierung wünschen wir uns hier noch ein stärkeres Einbringen, damit die Anlagen möglichst schnell vom Netz gehen. Aber wir müssen einfach erkennen, dass wir das nur dann erreichen, wenn wir als Verhandlungspartner auf Augenhöhe, in Kenntnis der Situation, in Kenntnis der Anlagen und in Kenntnis auch der neu zu bauenden Anlagen, mit den anderen Staaten, mit anderen Sicherheitsempfindungen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Sie wollen andere belehren, wir wollen die Sicherheitslage ernsthaft verbessern, und das schaffen wir nur in Zusammenarbeit. Und deswegen werden wir die Anträge von Ihnen ablehnen. Sie sind reine Symbolpolitik und helfen Deutschland nicht, helfen der Sicherheitslage nicht und helfen auch den Bürgerinnen und Bürgern hier bei uns überhaupt gar nicht. Vielen Dank. Bevor wir in der Rednerliste weitermachen, gebe ich dem Kollegen Carsten Hilse von der AfD Gelegenheit für eine Kurzintervention. Ja, vielen Dank. Es geht doch ganz kurz.